Seit nun 2 Jahren wütet Putins blutiger Angriffskrieg in der Ukraine. Tausende ukrainische Soldaten sind gefallen, Tausende wurden verwundet. Leben oder sterben, im Krieg ein schmaler Grat. Wer an der Front verwundet wird, braucht schnell Hilfe. Kurz vor Mitternacht. Es wird hektisch. Ein verletzter Soldat wird auf einer Bahre in den Operationssaal gebracht. Er ist schwer an den Beinen verwundet, blutet stark. Jetzt muss es schnell gehen. Hier, im sogenannten Stabilisierungspunkt, werden verwundete Frontsoldaten erst versorgt. Mein Name ist Volodymyr Düwak. Ich bin Anästhesist. Ich bin 33 Jahre alt und kam hierher, um den ukrainischen Militärsoldaten als Freiwilliger zu helfen. Der Standort des Hauses, in dem sich Ärzte und Pfleger in einem provisorischen Lazarett eingerichtet haben, ist streng geheim. Die Russen würden es sofort bombardieren. Meistens arbeite ich hier als Anästhesist. Wir geben unseren Soldaten Schmerzmittel, leisten erste Hilfe zur Stabilisierung und transportieren sie dann in die Krankenhäuser der Stufe 1. Das Bein des Soldaten ist durchsiebt von Schrapnell, sein Fuß an der Ferse regelrecht zerfetzt. Er wurde von einer Killerdrohne getroffen. Jetzt muss alles schnell gehen. Können Sie uns sagen, wie viele verwundete Soldaten am Tag hierher kommen? Das ist eine komplizierte Frage, weil jeden Tag eine andere Anzahl von Menschen hierher kommt. Manchmal sind es mehrere Menschen pro Tag. Manchmal haben wir Dutzende von Soldaten hier und sie alle kommen in unterschiedlichem Gesundheitszustand. Nur wenig später. Der nächste Verwundete. Oft liegen die Soldaten stundenlang in den Gräben, denn Bewegungen in der unmittelbaren Konfliktzone sind nur nachts möglich. Dieser Soldat wurde durch eine Minenexplosion am linken Fuß, am linken Knöchel, am Bein und an der linken Hüfte verletzt. Wir haben seine Wunden behandelt, ihn mit angemessenen Schmerzmitteln versorgt, eine Infusion gelegt und ihn dann stabilisiert. In diesem stabilen Zustand haben wir ihn dann in ein Krankenhaus der Stufe 1 gebracht. In den Krankenhäusern der Stufe 1 werden die Verwundeten weiter behandelt. Erst dort wird der Fuß wahrscheinlich amputiert werden können. Wir wissen, dass es Ihr Job ist, grauenhafte Verwundungen zu sehen. Aber was macht das mit Ihnen? Ich bin Anästhesist. Als Arzt bin ich seit fast 10 Jahren in diesem Bereich tätig. Ich habe in meiner Laufbahn in der Tat viele schreckliche Dinge gesehen und in solchen Fällen versuche ich mich nicht darauf zu konzentrieren. Aber es sind tatsächlich Menschen, die hier schon länger arbeiten, die emotionale und psychologische Probleme haben und an posttraumatischen Belastungsstörungen leiden. Wie viele ukrainische Soldaten in Putins blutigem Krieg bisher verwundet oder getötet wurden? Darüber gibt es keine genauen Zahlen.